Jugendliche sind im Schnitt knapp 15 Jahre alt, wenn sie ihr erstes Glas Alkohol trinken. Und das kann schnell zur Gewohnheit werden, denn die Versuchung lauert überall. Etwa in Supermärkten, Tankstellen oder an Kiosken. Dort darf der hochprozentige Alkohol aber erst an Jugendliche ab 18 Jahren verkauft werden. Bier und Wein gibt es ab 16. Doch viele Betriebe halten sich nicht daran, zumindest in Frankfurt. Hier hat die Stadt Testkäufe durchgeführt. In insgesamt 60% der Fälle wurde illegal Alkohol an minderjährige Jugendliche abgegeben. Am erschreckendsten waren Kioskbetriebe und Trinkhallen. Da mussten wir leider feststellen, dass 80% der kontrollierten Betriebe sich nicht an den Jugendschutz gehalten haben. Das bedeutet, dass die natürlich ein Schwerpunkt weiterer Maßnahmen sind. Erschreckend waren aber auch Supermärkte. Frankfurt am Main hat ja eine gute Nahversorgung. Supermärkte sind gut ausgerüstet mit Warenwirtschaftssystemen und leider waren da die Verstöße bei 60%. Das heißt, auch das werden wir nacharbeiten. Und jeder Mitarbeiter, jeder Filialleiter von Supermärkten ist aufgerufen, das Thema Jugendschutz nochmal mit seinen Mitarbeitern zu besprechen. In Stadtgebieten wie dem Gutleutviertel oder dem Gallus wurde in 79% der Tests Alkohol verkauft. In Fechenheim und Bergen-Enkheim waren die Ergebnisse besser. Hier verstießen aber immer noch 37% der Verkäufer gegen die gesetzlichen Vorgaben. In 41 Betrieben wurde deshalb eine Nachkontrolle durchgeführt. Dann haben wir einen rapiden Abfall gehabt der Verstöße, sodass man sagen kann, wir haben 35% Verbesserung dann bekommen. Klar gibt es Betriebe, wo es zwei oder mehrere Nachkontrollen gab, die auch negativ verlaufen sind. Aber oft war es so, dass dann eben andere Leute an der Kasse standen oder saßen. Das bedeutet aber ganz klar, es lohnt sich mit jungen Leuten, das zu kontrollieren, den Jugendschutz zu kontrollieren. Und es gibt eine Lernkurve. Die verdeckten Testkäufe in den 95 Geschäften in Frankfurt wurde dabei von jeweils zwei Jugendlichen selbst durchgeführt und von der Polizei und dem Ordnungsamt begleitet. Vor dem jeweiligen Geschäft wird noch mal kurz abgesprochen, wie der Ablauf ist. Dann gehen die Jugendlichen hinein. Die haben 20 Euro von uns bekommen. Dafür kaufen die dann entsprechend Alkohol. Das können die sich aussuchen in dem Geschäft. Wir gucken in entsprechendem Abstand, dass alles gut läuft und den Jugendlichen nichts passiert. Die Jugendlichen wickeln den Kauf ab oder eben, was wir hoffen, den Nichtverkauf, kommen wieder aus dem Geschäft heraus. Vor dem Geschäft wird alles noch mal nachbesprochen und auch protokolliert. Kam es zu einem Verkauf, wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Kassierer eingeleitet. Insgesamt 54 Verstöße wurden bei den ersten Testkäufen geahndet. 13 Betriebe stellten sich sogar als Wiederholungstäter heraus. Das Projekt soll deshalb auch weiterlaufen. Und die Verkäufer sollten sich besser an das Jugendschutzgesetz halten. Denn wer erwischt wird, muss mit einer Strafe von 480 Euro rechnen.